Gesa Anders starb am 13. Juni 1976, noch nicht 55 Jahre alt. 30 Jahre lang gehörte er jener kleinen Gruppe von Pianisten an, deren Namen allein schon die Konzertsäle in aller Welt füllten. Er war es, der unmittelbar nach dem Krieg das Klavierwerk seines Landsmanns Béla Bartók bekannt, wenn nicht gar populär gemacht hat. Der als beifallsumrauschter Bravour-Pianist mit großer Geste Liszt, Tschaikowski, Rachmaninow, Chopin spielte, der sich dann aber mehr und mehr Brahms, Schumann, Schubert und schließlich Mozart zuwandte. Mit dieser Entwicklung wandelte sich auch sein Stil. An die Stelle eines oft überschäumenden Temperaments trat eine distanzierte Klugheit, die danach trachtete, zum Kern eines Werkes vorzudringen, dessen Form und Ordnung transparent zu machen. Gesa Anders Spiel war männlich und klar. Es war vollendet schön, weil es natürlich war. Wer war Gesa Ander? Für mich war als Mensch und als Musiker derjenige, der gleichsam zu den Vieren ein fünftes Temperament hervorgebracht hat. Ich habe es einmal das Festliche genannt. Der hat auch dirigiert. Gibt es ein, für mich auf alle Fälle, es gibt kein größeres Wort als, er war ein Freund. Il a vécu à Paris. Je l'ai entendu en Autriche, c'est un pianiste célèbre. Gesa Ander war ein ganz reizender, bescheidener Mensch, als Hotelgast von uns sehr geschätzt und geliebt. Künstler und Freund, Freund und Künstler. Für mich war er ein großartiger Bartók-Interpret. C'était de romantique. He was a pianist who played in New York and Chicago. Der hat in St. Anton gelebt. Gesa Ander war einer von uns. Er war ein Mensch. Seit wann kennen Sie Gesa Ander? Ja, die Frage, wissen Sie, es schien mir immer, dass wir uns eigentlich immer gekannt haben. Das war eine Harmonie, ich weiß nicht datenmäßig, aber für mich war es immer so, als ob wir uns
seit unserer Geburt kennengelernt hätten. Und so ist es geblieben bis zuletzt. Sie haben öfters mit Geza Ander musiziert. Wie war das Musizieren mit ihm von Ihnen als Dirigent aus gesehen? Er hat immer inspiriert. Er war ein Mann, ein Künstler von einer fantastischen Imagination, von einer Lebenslust, von einer Kraft, die in das Orchester sich, im Orchester sich so manifestiert hat, dass man als Dirigent eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt hat. Geza Ander war Ungar. Er wurde am 19. November 1921 in Budapest geboren, einer Stadt, die seit Liszt Zeiten eine der großen europäischen Hochburgen der Musik war. Ja, mein Vater hat Geige gespielt, meine Mutter hat Klavier gespielt. Wann sind Sie auf die Akademie gekommen in Budapest? Mit 13. Dort war Bartok noch Lehrer. Er war noch Lehrer, ja. Aber Sie waren bei Dohnányi. Und wie kam es, dass Sie nach Berlin gegangen sind? Also die haben mich zum Militär genommen, da war das also nichts zu machen. Aus dem Militär kam man nur raus, wenn man weiter studierte. Nun, was soll man studieren? Und dann hat der Kodály war damals der Präsident vom Gremium, der Stipendien ausgegeben hat. Mhm. Und der hat gesagt, ja, also den schicken wir mal fort. Und dann hat er mindestens 2 Jahre Ruhe. Mhm. Vielleicht in 2 Jahren ist der Krieg dann vorbei und dann... Und da hatte ich zu wählen zwischen Berlin und Rom. Sie kennen Geza Ander von Berlin her? Mein Gott, ja, das sind etliche Jahrzehnte her, als er im Krieg 41 oder 42 nach Berlin kam und ich meine Konzertdirektion, Rudolf Fedder, meinen guten Freund, besuchte. Und er sagt, du, da sitzt ein ganz wilder junger Mann da draußen, aber ich sag dir, der ist ein toll begabter Kerl, den sollst du dir mal mit ansehen. Das tat ich denn auch und wir hatten gleich ein sehr angeregtes Gespräch und ich habe mich sehr amüsiert, weil er so typisch ungarisch-deutsch sprach und wir hatten gleich einen sehr, sehr guten Kontakt natürlich. Er war von überschäumendem Temperament und wollte immer Recht haben und hatte auch sehr oft Recht, das muss man ihm zugestehen. Es war diese merkwürdige Atmosphäre des Berlins im Krieg. Noch schien alles intakt, aber in Richtigkeit
war schon alles ein wenig durcheinander. Aber er scheint doch in einem guten Augenblick gekommen zu sein. Es war, das Schicksal war ihm hold. Er fand alle Türen offen und hat dann mit seiner enormen Technik und seinem kolossalen Können und Temperament sehr schnell im deutschen Musikleben Fuß gefasst. Ja, ja, und dann wurde ich von dem Furtwängler quasi entdeckt. Und der hat mich unter seine Fittiche genommen und da habe ich schon ziemlich viel gespielt. Und dann haben wir hier sehr nette Schweizer Freunde bekommen und wo ich dann hätte zurück müssen, dann habe ich eine deutsche Ausreisevisum gekriegt. Nach Genf, für 3 Monate. Mhm. Und dann habe ich einfach vergessen zurückzukommen. Geser Ander ging zuerst nach Genf, dann nach Zürich. Er heiratete eine Schweizerin und wurde schließlich 1955 Schweizer Bürger. Ja, nun sind es 35 Jahre her, dass ich Geser Ander kennenlernen durfte. Die Begegnung, die erste, fand so statt, dass eine Freundin meiner Frau, eine sehr bekannte Schauspielerin damals am Schauspielhaus, Schweizer-Ungarin, uns anrief und sagte, hier ist ein junger Mann eingetroffen, einer der größten Pianisten unserer Zeit. Aber sie liebte es, bei allen Leuten, die sie empfahl, zu sagen, dass sie großartige Leute sind. Und wir waren das dessen schon ein bisschen müde. Aber sie ruhte nicht Geser Ander. Also, ich sagte, gut, der junge Mann möchte abends in die Bar kommen vom Hotel Bellerive. Wir hatten das Studio daneben und wir trafen uns. Also, ich sagte, Herr Ander, wollen Sie doch freundlich sein, sich ans Klavier setzen und mir was vorspielen. Er setzte sich hin, er spielte das erste Prälude von Chopin. Hinreißen. Ich glaube, es war eine Sternstunde meines Lebens. Ich habe schon nach wenigen Takten habe ich gemerkt, hier sitzt ein ganz großes Talent. Unsere Freundin hatte recht gehabt. Nun, Geser war über die Grenze gekommen, ohne Mittel, mit ganz wenigen persönlichen Beziehungen. Wir versuchten ihn irgendwo unterzubringen. Und schließlich landete er bei uns im Dachzimmer, oben in den Wagnerhäusern, nahe des damals so berühmten Schauspielhauses. Dann versuchten wir, ihn zu platzieren, wie man das so nennt. Ich ging zu einer Konzertagentur, der damals bekanntesten. Leider eine negative Antwort. Ach, solche junge Ungarn und so weiter, das gibt es wie Sand am Meer. Man wollte ihm nicht einmal anhören. Und dann kam der große Zufall. Nicht zum ersten Mal hat damals Benedetti Michelangeli ein Konzert abgesagt. Ein großes Abonnementskonzert und Geser hatte Glück. Er wurde engagiert, in Zürich zu spielen, das erste Konzert von Liszt mit einem Riesenerfolg. Und glaube, wenige Wochen später folgte sein erstes Konzert in der Tonhalle, ausverkauft, im kleinen Saal, aufgrund seines Erfolges im großen Konzert. Und dann kam die schwierigste Zeit für Geser. Das war immer noch so ein Nachklang von seinen Erfolgen in Berlin. Aber nachher kamen keine Anfragen mehr. Und schließlich hat Winterthur dann den zweiten großen Schritt getan,
Dr. Gubler, ein Freund von Scherchen. Winterthur spielte damals eine bedeutende Rolle im Konzertleben. Und dort begann dann eigentlich seine weitere schweizerische musikalische Zukunft. Bedeutete für Gesa Ander das Haus am Bachtel? Der Bachtel, das war wohl die wirkliche Heimat von Gesa. Dieses kleine Häuschen am Waldrand, wo er für sich spielen und denken konnte, wo er wenige Menschen sah, wo er Selbstbesinnung fand. Ich glaube, das war der Ort, wo er wirklich ganz für sich zu Hause war. Februar, Zürich. Bach, chromatische Fantasie und Fugen. Erste Hälfte schlecht gespielt, zweite sehr gut. Habe sehr unter Föhn gelitten. In der Fuge stecken geblieben. November 1946, Barcelona. Schumann war ausgezeichnet, Debussy auch. Alle beide sind jetzt reif, hingegen die Sonate noch zu jung. Am Anfang bin gehemmt und besonders im Technischen merklich. Zugabe Cismol Mazurka reizend gelungen. Es ist merkwürdig, dass ich meine Technik mangelhaft empfinde und die Zuhörer bewundern eben die Vollkommenheit meiner Technik. Der erste Ort, an dem er sich nach dem Krieg längere Zeit aufhielt, war Paris. Er blieb ein Dreivierteljahr und lernte dort Menschen kennen, die ihm aufgrund ihrer gesellschaftlichen Verbindungen wertvolle Hilfe leisten konnten. Madame, wie und wann haben Sie Gesa Ander kennengelernt? Nun, ich verdanke das einem Musikwissenschaftler namens Suwczynski. 1948 war Gesa zum ersten Mal in Paris. Und Suwczynski kannte ihn durch Gaston Gallimard. Er fragte mich, ob er kommen und spielen sollte, weil er wusste, dass ich Musik sehr liebe. Ich hatte viele Schriftsteller und Künstler empfangen. Er kam also zum Diner mit Suwczynski und ein paar Freunden und nach dem Essen hat er gespielt auf diesem Klavier. Wahrscheinlich etwas von Schumann, auf jeden Fall romantische Musik. Und danach war ich hingerissen von seinem Spiel, von seiner
seiner Sensibilität, von seinem Gespür für die unterschiedlichsten Klangfarben. Und auch von seiner Phrasierung, die ganz erstaunlich war. Danach habe ich ihn ein zweites Mal zum Essen eingeladen, zusammen mit dem Grafen Etienne de Beaumont, der ein Mäzen war, der alle Künstler und Schriftsteller von Paris bei sich empfing. Und als der ihn nach dem Diner gehört hatte, Gisa hatte wieder gespielt, da hat Etienne de Beaumont ihn sofort engagiert, um bei ihm ein Konzert zu geben vor ungefähr 500 Personen oder so. Das war der Anfang seiner Karriere in Paris. Das war der Anfang, ja. Dann folgten weitere Konzerte im alten Saal des Konservatoriums, im schönen Saal. Und dann spielte er, ich weiß nicht mehr genau, wo, auf den Champs-Élysées, überall. Was, glauben Sie, hat Paris für den jungen Gesa Ander bedeutet? Oh, ich glaube, es war sehr wichtig, weil als er aus seinem Land kam, war er zuerst sehr unglücklich. Er musste ja gehen. Es war ganz sicher sehr wichtig für ihn. Paris ist immer ein Erlebnis. Gesa Ander und die moderne Musik. Nein, er war nicht sehr angetan von der modernen Musik. Ich glaube, sie hörte für ihn bei Bartok auf. Boulez hätte es sehr gerne gehabt, dass er im Kammerkonzert von Alban Berg spielt. Im Domaine Musical. Und zuerst hat er auch versprochen, es zu tun. Sehr zögernd. Er hat auch angefangen zu arbeiten und dann ist er hierher gekommen, um zu üben. Ja, und dann hat er zu mir gesagt, nein, diese Musik verursacht mir Krämpfe. Er hat sie nie akzeptiert. Dies Zimmer da, was hat es für Gesa bedeutet? Ich glaube, er liebte es sehr. Er kam immer gern hierher, um zu arbeiten. Jedes Mal, wenn er angekommen war, meldete er sich sofort bei Suschinski und sagte ihm, ich bin da, darf ich bei Suzanne arbeiten? Und naja, ich habe natürlich immer ja gesagt. Wer war Gesa Ander? Wer er war? Er war einer der größten Pianisten der heutigen Zeit. Und was so wundervoll bei ihm gewesen ist, war, dass er selbst, als er berühmt war, immer einfach blieb. Und einen ganz außergewöhnlichen Sinn für Freundschaft hatte. Ich fand ihn bei jedem Wiedersehen wie am ersten Tag. Nach seinem Aufenthalt in Paris machte Gesa Ander sehr schnell international Karriere. Er konzertierte in ganz Europa. 1955 gastierte er zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten. Er spielte dort mit den berühmten Orchestern von Philadelphia, New York, Chicago, Cleveland, San Francisco, Minneapolis. Er gab Konzerte in Südamerika, Australien und Japan unter Ensemble, Frigyes, Klemperer, Sell, Karajan und vielen anderen. Zusammen mit Clara Haskell spielte er das Doppelkonzert von Mozart. Mit ihr verband ihn eine tiefe Freundschaft. Seine eigentliche künstlerische Heimat aber wurde Salzburg. Seit 1952 gastierte er regelmäßig bei den Salzburger Festspielen. Wann war Ihre erste Begegnung mit Gesa Ander? Das war im Jahre 1952. Er selbst kam damals auch zum ersten Mal nach Salzburg. Er war der Solist des zweiten Bartokschen Klavierkonzerts beim IGNM-Fest, beim Fest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik. Ferenc Fritzschei, sein Freund,
war der Dirigent. Die Kritik, es war Hans Rutz, ich erinnere mich, schrieb damals, er scheint technisch unfehlbar zu sein. Er macht Bartok virtuos und klar zugleich. Ich habe ihn dann wieder begegnet in dem darauffolgenden Festspieldebüt. Geser Ander gab das einzige Solistenkonzert der damaligen Saison. Er spielte Haydn die F-Dur-Sonate, Schumann die symphonischen Etüden, Brahms die Paganini-Variationen und von Rolf Liebermann eine Sonate, die ihm der Komponist im Jahr davor gewidmet hatte. Und dann noch einmal im August. Im August spielte er mit dem Mozarteum-Orchester unter Bernhard Baumgartners Leitung das Mozartsche Es-Dur-Konzert, KV 482, in einer Matinee. Und da fällt mir jetzt ein, dass dieses Konzert 1976 noch einmal auf einem Programm Geser Anders hätte stehen sollen, aber das Tazit des Todes hat es ausgelöscht. Im Zuge der Arbeit an der Gesamtaufnahme der Klavierkonzerte ergab es sich, dass er als Pianist und Dirigent der Camerata Academica des Mozarteums, übrigens als erster nach dem Beispiel Edwin Fischers, vom Klavier aus musizierte und das Orchester leitete. Ist das da, 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 oder ist es mehr? Ich glaube es nämlich nicht hier. Ja, fangen wir von vorne an, Angela, und jetzt spielt ihr das. Die, da, 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 da. Mach ihn mal kurz, probieren Sie mal so. Komm. Ja, aber dann auch da. Dann auch das konsequent durchführen. Na, komm. Eins, zwei. Danke. Na, was meint ihr dazu? Aber, ja, ja gut, aber jetzt nicht so bewusst. Auch anstoßen. Ja. Also gut. Aber präzise anstoßen. Ja, schauen Sie. Ja, wir haben nämlich noch drei Möglichkeiten. Wir spielen. Oder. Oder. Die da. Okay, also anstoßen. Ja, nein, ich wollte es nur wissen, damit. Aber nicht zu prononzieren. Nein. Nicht, also nicht. Die Papi. Es macht mir Spaß. Es ist eine Art von Ferien vom Ich. Es ist, sagen wir,
eine Erweiterung des Lebensraums, Möglichkeiten des Horizonts. Es ist eine Bereicherung des Musikmachens. Es ist auch eine Befreiung von Zwängen. Und wenn Sie so wollen, es ist auch eine Erlösung vom Alleinsein, von der Einsamkeit. Geza Ander und Mozart. Ich glaube, dass dieses Salzburg eine der Ursachen, der geistigen Ursachen, nicht nur der äußeren Ursachen, für seinen Weg zu Mozart gewesen ist. Nämlich das Ganzheitliche seiner Schau, das sich in der Musik ausgedrückt hat, in seiner Einstellung, in seiner Auffassung des Mozartschen Werks, das immer den ganzen geistigen Hintergrund der Zeit, der Epoche, der Architektur, der Kunst, der gesellschaftlichen Verhältnisse mit einschloss, ohne dass er damit irgendwie lehrhaft auftreten wollte. Aber das war seiner Interpretation mit aufgeprägt. Und das hat ihn ausgezeichnet. Es hat lange gedauert, bis Geza Ander seinen Mozart gefunden hatte. Er entdeckte ihn während seiner jahrelangen intensiven Zusammenarbeit mit der Salzburger Camerata Academica. Und wie völlig eins er sich schließlich mit der Mozartschen Musik fühlte, zeigen die 24 offenen Kadenzen, die er für eine Schallplattengesamtaufnahme aller Mozart-Klavierkonzerte komponierte. 24 sinngerechte Variationen, die den Kern all dessen darstellen, was Ander selbst im Mozartschen Geist zu sagen hatte. Wie man eine musikalische Phrase aufbaut, wie man eine Komposition von ihrem innersten Wesen her begreift, versuchte er auch jungen Kollegen näher zu bringen. Ab 1959 leitete Geza Ander als Nachfolger von Edwin Fischer im Rahmen der alljährlichen Luzerner Sommerkurse eine Meisterklasse für Klavier. Wann haben Sie eigentlich angefangen zu lehren? Nach dem Tod von Papa Le Fischer. Ja. Denn wo er dann schon sehr krank war. Ja. Dann haben die Luzerner selbstverständlich ihn gefragt, wer soll das weitermachen. Und kurioserweise hat der alte Fischer nicht einen Schüler von ihm vorgeschlagen, sondern er hat mich vorgeschlagen. Das ist so lahm irgendwie.
davon, du. Er war sehr streng, aber so, dass man wusste, dass er mit sich selber ebenfalls das ist. Es klang schon fast als Trost, wo er einem den Flügel gestutzt hat, aber dann doch gesagt hat, es hätte ihm 28 Jahre Nachdenken oder Üben gekostet, bis er auf diese Idee oder zu diesem Erkenntnis gekommen ist. Er war wirklich sehr streng und ohne Erbarmen, sozusagen. Das Wichtigste, was er mir beigebracht hat, und ich glaube allen, dass man immer richtig zuhören muss, was man selber spielt, so hören muss, wie es klingt, objektiv möglichst, nicht, was man so vorstellt, was man möchte, dass man hört. Und ich war da und dort zum Meisterkurs und zu ihm bin ich immer wieder zurückgekommen. Es hat einen sehr gereizt, von ihm ein Wort der Anerkennung zu hören. Und er hat nicht sehr viel gesagt. Das Wichtigste war, wo er gezeigt hat. Sich selber hingesetzt und gezeigt hat. Und jetzt würde ich nicht zu einer Bildung du mal. Ich habe nicht verstanden. Der arme Dirigent, damit ich spielen muss. Zwei, drei. Nie Rezepte gegeben, er hat immer gesagt, du musst mich überzeugen, wie du, auf was für Weise du das machst oder wie du das erreichst, das ist mir wurscht. Also du musst mich überzeugen. Er wollte nicht sagen, wie seine Vorstellung einem aufzwingen, auf keinen Fall, nie. Ich erzähle jedes Jahr, fast jeden Tag, dass die Musik fängt mit der menschlichen Stimme an. Und ein Espressivo am Klavier zu erzeugen, kann man nicht anders, wenn man wirklich das Vokal vorstellt. Denn im Grunde genommen ein Flügel trotzdem, nach meinem Empfinden, ein ausgesprochen expressives Instrument ist doch ein Schlaginstrument. Und dazu hilft nur die Vorstellung, um wirklich eine schöne, lange Phrase produzieren zu können mit der Muskulatur. Geza Ander sah die schwerste Aufgabe eines Interpreten darin, die Sprache eines Komponisten erst einmal zu erkennen. Dann diese Sprache zu lernen, um sie am Ende selbst sprechen zu können. Das technische Können setzte er als selbstverständlich voraus. In diesem Sinn leitete er auch seine Meisterkurse in Zürich, die er zusammen mit dem Schweizer Mäzen Dr. Gerber gründete und die auch heute noch alljährlich während der Züricher Junifestwochen im Uraltengut abgehalten werden. Ganz privat, kein strenger Lehrer, kein Dirigent, kein Virtuose, war Geza Ander in St. Anton am Arlberg. Er hatte dort ein Haus, in dem er sich oft von den Strapazen seiner Konzertreisen erholte. Ich möchte eingangs feststellen, dass Professor Geza Ander ein St. Antoner war. Also der erste Weg in der Früh war das Katzenstübel. Da hat er gespielt, da hat er gearbeitet.
wenn wir bei ihm waren, die ganzen Freunde, wir sind da bei ihm gesessen, haben einen getrunken, Witze erzählt. Und es war immer sehr lustig und fidel. Wie wurde Gesa Ander in St. Anton aufgenommen? Also wir haben uns in Anton immer gefreut, wenn der Gesa Ander gekommen ist. Er war nämlich sehr leidselig. Er hat mit jedem Einheimischen gesprochen. Ich bin mit ihm zum Beispiel sehr viel Ski gelaufen. Bei jedem Skilift, wo man hinkommen ist, hat er jeden Angestellten hat er begrüßt dort und hat gefragt, wie geht's, wie hast du es, wie ist das Wetter. Und auch genau dasselbe, wenn man in ein Restaurant hineingekommen ist, da ist alles gelaufen und hat den Gesa Ander mit irgendwie Servus Gesa und so begrüßt und auch umgekehrt. Und also es war wirklich für uns, es war ein leidseliger, sehr netter Mann. Ich habe ja Gesa mehr als Mensch als als Künstler gekannt. Und die dominierendste Erinnerung für mich war, dass alles an ihm ja war einfach ein Sir. Von seinen Schuhen angefangen, alles hat zusammengepasst, seine Haltung. Ich habe ihn als Frau einfach nur immer bewundert. Und doch hat er sich hier eingelebt. Er war bei uns, als wenn er hier bei uns aufgewachsen wäre. Er hat mit uns Speck gegessen, Feste gefeiert, Ski gefahren. Er war, als wenn er immer hier gewesen wäre. Sie haben Gesa Ander auch gekannt, wo er schon krank war. Wie war er da? Ja, er war sehr schweigsam, dann hat alles in sich getragen und war aufopfernd. Und wir haben das Beste noch daraus gemacht. Wir haben kleine Ausflüge gemacht, sodass das Leben trotzdem noch schön war irgendwie. Ja, in diesem Raum, da sind wir viele Stunden mit dem Gesa beieinander gewesen. Haben viel gelacht, wenn er so da gesessen ist, mit seinen Sprüchen, mit seinen Witzen, wo er aufgerissen hat. Nicht nur über das Klavierspielen, sondern auch über andere Sachen, über Skifahren, über die Politik, über alles haben wir halt so gesprochen. Es waren sehr schöne Abende, die wir mit ihm genossen haben. Wie haben Sie Gesa Ander kennengelernt? Ja, wir haben sie, den Gesa Ander eigentlich schon durch seine Frau kennengelernt. Und wie er dann bei mir gekommen ist, die haben ihm die ganzen Hosen immer hergerichtet und gemacht, die neuen. Und da sind wir eigentlich in den Kontakt gekommen. Professor Gesa Ander war ein Mensch mit Herz, der für jeden, ganz gleich welchen Ranges oder Standes er war, großen Sinn hatte für seine Probleme und jedem seinen guten Ratschlag gab. In zweiter Linie aber war sein musikalisches Wirken für St. Anton beispielgebend und zielführend für den ganzen Ort. Rückblickend muss man sagen, bei der Erstellung unseres Arlbergsaales war er führend in der Gestaltung, in der Ausgestaltung des Raumes. Er gab uns große Hinweise für die Beschallung, für die Akustik. Und sein Ziel war es, Züricher und Wiener Symphoniker in St. Anton zusammenzubringen, um hier gemeinsam zu proben, um hier Generalproben abzuhalten
um mit diesem Orchester dann draußen in der Welt seinen Beitrag zu leisten. Leider Gottes war sein erstes Auftreten in St. Anton am 29. Dezember 1975 zugleich sein letztes. Das letzte Beisammensein, es ist eine traurige Erinnerung, das war in Bratislava sein letztes großes öffentliches Auftreten, drittes Klavierkonzert von Beethoven. Und als wir nach dem Konzert droben im Hotel Savoy im Zimmer saßen und das letzte große Freundesgespräch führten, es war gegen morgen 2 Uhr, da fiel der Mörtel, plötzlich rieselte der Mörtel von der Decke, von der Diele runter auf seinen Kopf und da sagte er, weißt du mein Lieber, so ist eben alles, so ist das Leben. Das war eigentlich das Letzte, was Geser zu mir als Freund gesagt hat und was bleiben wird. Das Letzte, sich in Ruhe sehen, war am Vorabend seines Todes in Hause bei einem gemütlichen Abend oder besser gesagt einer gemütlichen Nacht. Der Geser war eine Nachteule. Und so kam es, dass wir alle zum Essen nach einer Fidelio-Aufführung, die ich hatte, bei ihm, bei denen war. Und nachts um 2:30, dass er sagte, nein, bitte bleib doch, du musst mir das noch erzählen und jenes erzählen. Das beschäftigte ihn sehr viel.
Und so sind wir dann also gegen 3 Uhr morgens aufgebrochen. Das war das letzte Zusammensein in einem sehr interessanten, intensiven Gespräch, wobei ich aufpasste, dass ich mehr sprach als er, weil ihm das Sprechen schwer fiel. Das letzte, was wir von Gesa Ander besitzen, ist eine Schallplattenaufnahme der Chopin-Walzer. Die Aufzeichnung fand in Berlin statt, dort, wo 3,5 Jahrzehnte zuvor seine Karriere bei Wilhelm Furtwängler begann. Sein künstlerischer Lebenskreis war damit geschlossen. Gesa Ander wird seinen Platz als einer der Großen der Musikwelt auch in Zukunft behalten. Er lebt fort in der Erinnerung seiner Freunde und in den authentischen Zeugnissen seines Schaffens, das die Schallplatte bewahrt.